Sie werden unsere Liebe niemals akzeptieren. Ein Vampir und eine Sterbliche. Schnell, Liebster, beiß mich. Du wirst unsterblich sein und niemals alt werden. Aber meine Altersvorsorge. Mit Riester-Förderung und Sparkassenvorsorge Plus hier und Vorsparplan. Alt werden lohnt sich. Mit der Sparkassen-Altersvorsorge. Was ist denn? Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich denke, wir haben sehr gut gearbeitet. Wir haben alles in die Waagschale geworfen, wussten, die stehen tief. Und wir wollten eigentlich das frühe Tor machen, damit die hinten rauskommen müssen. Das ist uns leider nicht gelungen, das ist denen gelungen. So sind wir natürlich hinterhergelaufen. Aber ich denke, wir haben von der ersten bis zur letzten Minute echt gekämpft und zum Schluss auch verdient noch das 1-1 gemacht. Ja. Hast du noch den Ausgleich gemacht in der letzten Minute? Was überwiegt jetzt? Glück, Freude, dass ihr einen Punkt geholt habt? Oder sagt er doch, dass die Leistung eigentlich gar nicht so toll war in den Tabellenvorletzten heute? Ja gut, man hat gesehen, wie schwer man sich tut, wenn man früh in Rückstand gerät. Durch einen Standard oder eine Unachtsamkeit. Ja. Aber ich denke mal, man hat trotzdem gesehen, dass wir versucht haben, nach vorne zu spielen und wenigstens versucht haben, ich glaube, es ist auch die dritte englische Woche innerhalb von vier Wochen, dass das schon an den meisten nagt, halt auch, dass das auch schon ein bisschen eine Kraftsache dann teilweise dazukommt. Aber ich denke mal, wir haben uns trotzdem am Ende noch ein bisschen belohnt. Also es ist besser, wenn wir hier verlieren heute. Und einen Punkt zu holen für das Selbstvertrauen ist natürlich wie ein Gefühl der Sieg. Man hat natürlich ein bisschen Glück, dass das Ding nicht reingeht von denen, von dem Konter, der gegen Pfosten geht. Also wenn da das zweite ist, dann ist natürlich aus. Aber gut, wir müssen halt drauf aufbauen und dürfen uns so einfache Fehler wie beim Standard nicht erlauben einfach. Ja, da sieht man dann halt auch, dass wir da noch ein bisschen dazulernen müssen. Wenn wir schon dann so eingeteilt sind, dass wir am 16er das zumachen wollen und dann gleich am Anfang leider ein bisschen schlafen, dann läufst du natürlich 80, 90 Minuten hinterher und musst das Spiel machen gegen eine Mannschaft, die hinten tief steht und immer nur auf Konter spielt. Und dafür haben wir es dann, denke ich mal, nicht so schlecht gemacht. Haben uns immer, denke ich mal, auch noch gute Chancen herausgearbeitet. Das Tor kann auch vorher fallen, von unserer Sicht aus. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, im Schiedsrichter pfeift auch mal einen Elfmeter von uns. Also aus meiner Sicht waren mindestens zwei oder drei Situationen, wo man hätte auf jeden Fall so oder so entscheiden können. Und manchmal hat man das Glück dafür, dass man pfeift, dann manchmal auch nicht. Am Ende hatten die aber sogar dreimal die Entscheidung eigentlich auf dem Fuß gehabt. Naja klar, das ist aber zwangsläufig, denke ich mal. Das wissen wir auch alle, wenn wir unbedingt noch alles nach vorne werfen wollen und dann noch was holen wollen, dann ist natürlich klar, dass man hinten auch Chancen zulässt, die sie bekommen. Da bekommt selbst jener dann gegen uns so viele Möglichkeiten in den letzten 10 Minuten. Aber wir haben trotzdem versucht, das auch zu unterbinden und immer wieder nach vorne zu spielen auch. Und nachher wurden wir dann doch noch belohnt. Auch wenn es vielleicht ein bisschen spät für uns wäre, aber wenn wir das Tor 5 oder 6 Minuten früher gemacht hätten, dann wäre ich überzeugt gewesen, dass wir das Spiel noch gewonnen hätten. War die erste Viertelstunde, war das Konzentration ein bisschen Mängel, war das Selbstvertrauen? Nein. Seid ihr ganz schwer ins Spiel gegeben? Ja, na klar, man muss sich natürlich auch ein bisschen auf den Gegner natürlich einstellen. Wir wussten natürlich von Anfang an, dass die Jena sich hinten reinstellt und schaut, dass sie schnell nach vorne spielen mit langen Bällen, weil das spielerische Konzept haben sie nicht so. Aber es ist natürlich bitter, dass man so schnell dann natürlich hinten in Rückstand gerät und dann läuft man hinterher. Und das ist das Bittere dabei. Ne? Wenn man das Spiel lange offen hält und Jena muss in ihrer Situation natürlich auch punkten, bei denen sieht es, ich denke mal, sehr dunkel aus, trotzdem Punkt heute. Und ja, da muss man, denke ich mal, auch ein bisschen cleverer agieren dann einfach. Bitte. Ja, ist dann schwer zu sagen. Also ich kann ehrlich sagen, dass es natürlich in der letzten Minute, ich glaube, in der allerletzten Minute war es dann. Ich glaube aber auch, wenn man das so gesehen hat, das ganze Spiel über 90 Minuten, weiß ich, dass das ein unheimlich schweres Spiel war für uns. Wenn man dann noch frühzeitig in den Rückstand kommt, finde ich, dass man in der Mannschaft das sehr gut gemacht hat. Bis zum Ende nie aufgegeben. Und ich denke, dass den Ausgleich hoch verdient. Also ich denke, wenn wir hier mit 1-0 Niederlage vom Platz gegangen, wäre es total unfair. Würdest du denn momentan die Gesamtsituation einschätzen? Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, sobald ihr oben doch mal wieder ein bisschen Tuchfühlung nach oben habt, läuft es nicht mehr so richtig, oder? Nein, also ich denke mir, das ganze Umfeld möchte gerne, dass wir aufsteigen. Aber ich glaube, und da bin ich das auch für das letzte Mal, möchte ich das heute nochmal sagen,
Wir haben eine ganz andere Situation. Wenn wir es schaffen, mal oben anzuklopfen, würden wir das gerne machen. Aber wir sehen uns ja selbst, dass wir es nicht immer gut machen. Aber das ist auch die Mannschaft geschuldet oder die Situation. Und ich finde, wir tun immer alles dafür und es klappt nicht optimal. Aber das ist das Aufbau oder den Umbruch, den wir gerne hätten. Ja. Dein Eindruck erstmal. Ja, jetzt so kurz nach dem Spiel. Ist natürlich ärgerlich, dass wir schnell 1-0 in Rückstand geraten. Das ist natürlich gegen so einen Gegner sehr schwer, weil sie wirklich defensiv sehr gut gestanden sind und haben natürlich dann auch nicht mehr so viel fürs Spiel gemacht, bis auf die zwei Konter am Ende. Und so mussten wir halt immer gegen die 11 Mann spielen. Und also meiner Meinung nach haben wir es nicht schlecht gemacht. Es ist natürlich sehr schwierig, sich da Chancen rauszuspielen, aber wir haben wirklich bis zum Ende irgendwie probiert, das Tor zu machen und haben immer den Glauben dran gehabt. Und ja, dann haben wir es zum Glück noch gemacht. Aber spielerisch ist von Beginn an eigentlich, man kann es sein, eigentlich nur noch mit Stückwerk bezeichnen, weil es funktioniert im Moment gar nichts. Woran liegt das? Ja, es ist schwer zu sagen jetzt nach dem Spiel. Ich glaube, wir haben das Problem schon länger und wir bemühen uns, dass es besser wird, aber im Moment finden wir nicht so die rechte Lösung gegen Gegner, die so tief stehen und gegen 11 Mann sich reinhauen. Über denen geht es um alles und wenn man dann eben so einen Spielverlauf hat und am Anfang ein bisschen nachlässig ist und aus einer Standardsituation dann das 1-0 bekommt, dann hat man eigentlich das ganze Spiel die Quittung bekommen, dass wir eben, wie gesagt, gegen die 11 Mann hinten spielen müssen. Und da tut sich, glaube ich, jede Mannschaft schon viel. Was sagst du zur Systemumstellung? Ihr habt heute mit zwei Stürmern gespielt. War das eher förderlich oder war das eher schwieriger, weil man die Wege neu... Klar, es ist natürlich schon besser, wenn man als Stürmerpaar eingespielt ist, aber die Zeit hat man jetzt natürlich nicht. Wir wollten offensiv natürlich was bewegen und ein bisschen offensiver in dieses Heimspiel gehen. Das war ja dann nach 10 Minuten eigentlich schon wieder, dass wir die Taktik ändern mussten und ist dann nicht so aufgegangen. Wie bewertest du abschließend dieses 1-1? Ja, ich kann es dir sagen, wir haben Moral bis zur 90. Minute gezeigt und wir wollten unbedingt das Tor machen. Wir hatten irgendwie auch das Gefühl gehabt, auch weil die anderen dann die Konterchancen nicht genutzt haben und wir haben gekämpft bis zum Ende. Das kann man der Mannschaft wirklich nicht vorwerfen und wir haben alles probiert und dann sind wir sehr froh, dass das Tor gekommen ist. Sie reingehen, ihr habt die Favoritenrolle angenommen, nach 10 Minuten kommt der nächste Nackenschlag. Ja, das war wirklich ein Nackenschlag, weil wir haben, das war glaube ich Standardsituation und ja. Er schießt im langen Eck, schießt er durch alle, durch 5 Mann durch und er geht ins Tor und das... Den Rückstand laufen wir die ganze 90 Minuten dann noch hinterher. Ja. Und haben, denke ich, auch von den Chancen davor, also nicht jetzt die zwei Pfostentreffer bewerten, weil da haben wir richtig aufgemacht, aber haben davor von den Chancen her es verdient, dass wir es 1-1 noch machen. Ja. Aber wie erklärst du das? Es ist augenscheinlich auch eine Verunsicherung in der Mannschaft, oder? Ja, die schießen, was heißt Verunsicherung? Die schießen einmal aufs Tor und gehen 1-0 in Führung und dann stellen sie sich hinten rein und versuchen zu kontern. Und wir haben, denke ich mal, danach oder auch davor schon alles probiert, um in die Zweikämpfe zu kommen und das auszubügeln. Und Gott sei Dank ist uns wenigstens das 1-1 geglückt. Und, Jena ist jetzt auch, die stehen zwar da unten drinnen, aber man hat schon gesehen, dass wir. Wird die Liga, das kann jeder jeden schlagen. Also von dem her, klar, vom Papier her haben wir die Favoritenrolle gehabt und haben auch gerne angenommen. Ja. Muss man auch annehmen. Und jetzt haben wir 1-1 gespielt im Nachholspiel und jetzt geht es am Samstag schnell weiter. Ja. Willkommen im Stadionbereich, darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz nach dem Nachholspiel gegen das Offenbach gegen KZS Jena. Da vorstellen den Trainer unserer Gäste aus Jena, Patrick Sander, und unseren Trainer Ari van Lent. Wie gewohnt hat der Gast das erste Wort, Herr Sander. Ihr Statement zum Spiel, bitte. Ja, das ist natürlich nicht ganz so einfach. Also, wenn man so nah dran war, nicht hier nur zu gewinnen, sondern auch in einer Höhe, die, denke ich mal, schon unerwartet war oder gewesen wäre, dann ist man natürlich down. Und
glaube, wir hatten uns hier einen Sieg verdient, weil wir uns nicht versteckt haben. Wir haben ein Tor erzielt in einer Standardsituation, zweiter Ball mit ein bisschen Glück, aber das gehört auch dazu. Haben dann in der ersten Halbzeit eine kleine Drangperiode zu überstehen gehabt und haben dann in der zweiten Halbzeit, das war klar, dass wir hinten reingedrückt werden und dass dann auch Welle auf Welle unser Tor läuft, aber ich glaube, Tino musste keinen Ball halten, weil alle vorbeigegangen sind. Und dann haben wir natürlich drei Breaks oder vier sogar, wo man einfach das zweite Tor machen muss. Da kannst du draußen mit den Armen fuchteln, da kannst du dich in den Liegestuhl legen, da kannst du alles machen. Da sind dir als Trainer die Hände gebunden. Und wenn so ein Ball eben dann Pfosten geht, dann geht er eben dann Pfosten. Und wenn man eben unbedingt aus 60 Metern einen Ball ins Tor spielen will und nicht trifft, dann muss man sich Vorwürfe gefallen lassen, dass man, warum man nicht mit dem Ball ins leere Tor läuft. Also das ist nun mal halt so. Das ist dann, sind dann Fragen, die die Spieler beantworten müssen und ich nicht ich hier auf der Pressekonferenz. Wir haben ja heute ganz klar zwei Punkte liegen lassen und haben gezeigt, dass wir uns nicht aufgegeben haben und geglaubt, dass wir das noch schaffen. Und jetzt muss man die Mannschaft natürlich aufbauen und in Richtung Bremen zu Hause den nächsten Anlauf nehmen. Das ist nun mal im Fußball so. Und bitte jetzt keine Fragen zu, war es das oder ist das das schon oder sonst irgendwas. Das beantworten wir auf dem Platz dann. Vielen Dank, Herr Sander. Ari, deine Einschätzung der zurückliegenden 90 Minuten? Für mich genauso schwer, darüber zu sprechen. Darüber sprechen tue ich natürlich gerne, aber ob es jetzt ein Punkt geworden ist, so zwei verloren. Ich sage es mal ganz ehrlich, ich denke, wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die unheimlich tief steht, ist es sehr schwer, dagegen zu spielen. Und wenn man dann auch noch genau in den Rückstand guckt, nach 6 Minuten, ist das genau, was der Gegner will. Wir haben wieder nicht nach dem Standard nicht aufgepasst, wie eigentlich besprochen, worauf wir achten sollen. Wir passen nicht auf und dann kommt man in den Rückstand. Und ich glaube, wir haben bis zur letzten Minute alles dafür getan, um dieses Spiel zum Unentschieden zu entwickeln oder sogar zum Sieg. Wir waren sehr fleißig. Es klappte nicht alles, das weiß ich, aber wir haben alles dafür getan. Und ich glaube, das haben auch nachher die Fans gemerkt, dass diese Mannschaft bis zum Ende nicht aufgegeben hat. Und dann weiß ich kurz vor Schluss, aber es war nicht unverdient. Und ich weiß auch, dass in der einen oder anderen Minute, wo wir vielleicht nachlässig waren, wenn man den Gegner so weit in die eigene Hälfte drückt, dass man eine Konterchance bekommt. Das ist nichts Neues im Fußball. Der eine geht am Pfosten, der andere geht rein, das weiß ich. Aber die Art und Weise, wie wir es heute gemacht haben, das stimmt mir sehr optimistisch, weil wir haben nicht einmal nachgelassen. Und am Ende, finde ich, dann ist auch ein Punkt für uns absolut verdient gewesen. Und auf der Art und Weise, da muss ich meinen Kollegen recht geben, Jena hat sich alles aufgeopfert, die haben den Punkt auf jeden Fall verdient mitgenommen, aber es war ein gutes Spiel und ich bin nicht unzufrieden mit der Leistung von meiner Mannschaft. Dankeschön. Vielen Dank, Ari. Gibt es Fragen? Dann bitte ich um eine kurze Wortmeldung, dann bringen wir Ihnen ein Mikrofon. Jochen Koch von der Offenbach-Post. Ari, nicht unzufrieden, es waren wenig herausgespielte Torchancen zu sehen. Zuletzt hat Pascal Destreau ausgesetzt, heute haben Elton da Costa und Kai Hesse ausgesetzt, die drei erfolgreichsten Torschützen. Was waren da die Gründe? Ja, ganz einfach. Ich habe es heute mit zwei Stürmern gemacht, mit Tommy und mit Amir. Und ich brauchte einfach ein Mittelfeld, was auch sehr Lauf in der Rückwärtsbewegung sehr Laufbereitschaft zeigt. Und das sind eigentlich mit André, mit Blacky und mit Lars Bender ist das einfach der Fall. Und von da aus ist es eigentlich, ich glaube, Elton war jetzt auch 2 Wochen verletzt und von da aus, jetzt hat er 90 Minuten mal gespielt und ich habe ihm einfach diese Pause gegeben und er wusste das und ich glaube, ich brauchte ihn nachher auch nicht zu bringen, weil wir dann eigentlich so viel Druck gemacht hätten aus dem Mittelfeld raus, dass wir dann keine zusätzliche brauchten. Ich brauchte eher dann noch einen Sturm und deswegen habe ich Kai Hesse zusätzlich noch gebracht und ja, Gott sei Dank hat er das dann am Ende gereicht. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen unseren Gästen aus Jena alles Gute für den Rest der Saison und Ihnen danke fürs Kommen. Schönen Abend noch.